Und weiter geht's in Deathloop, liebe Zockerin, YouTuber und Psychokräftebenutzer. Wir haben noch einen Rackbunker vor uns und der liegt hier in Karlsbucht und heißt die AK-Station. Na, dann würde ich doch mal sagen, Hinder. Ich kann die AK-Station nach einem weiteren Passwort durchsuchen. Genau, zwei Passwörter haben wir ja schon mal. Vermaledeit und was war das zweite? Ich weiß es nicht, aber wir haben es ja notiert. Ich würde sagen, go. Ich sagte go. So. Und was wir dann machen, wenn wir das dritte Passwort haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann hoffe ich, dass mir das Spiel noch den einen oder anderen Hinweis gibt. Wie gesagt, wir müssen alle töten, aber... Ja, also in einem Loop. Und ich glaube, die Oberlady auch. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, mit der Rakete komme ich an sie ran. Also, ich habe da was gefunden. Ah, bist du eventuell... Ja, ich bin deine Tochter. Das Aha! Kann doch nicht wahr sein. Also komm, das wusstest du doch. Oder hast es zumindest vermutet. Ich hab so viele Fragen. Wenn du wirklich antworten willst, findest du sie auch. Und dann reden wir. Aber eigentlich ist's egal. Ändert eh nichts. Ich werde dir immer noch den Arsch aufreißen. Okay, sie ist meine Tochter. Ich habe sie für meine Geliebte gehalten, aber gut, dann ist sie halt meine Tochter. Ich bin alter Sack. Jetzt frage ich mich allerdings... Warte mal. Okay, sie ist meine Tochter. Ich bin ein Militärangehöriger. Ich war Sicherheitschef. Meine Tochter hat im selben Projekt mitgearbeitet. Wir sind in einem Loop gefangen. Dieser Loop wurde halb zufällig und halb absichtlich entdeckt, erschaffen. Wer ballert denn hier? Wer ballert denn hier und warum? Und mit wem? Okay, wir müssen 200 Meter in die Richtung. Keine Ahnung, wer hier geballert hat. Ich guck mal nur so ein bisschen, wer hier so rumlümmelt. Immer auf der Lauer. Oh, da ist einer. Ist der alleine? Der sieht so alleine aus. Da ist was zum Grapschen. Ja, okay, der ist alleine. Wenn der alleine ist, wird der weggesnippert. Die sind ja taub ohne Ende. Die sind ja taub ohne Ende und deswegen kriegen die das nicht mit, wenn ich hier rumsnipper. Ist mir viel zu ruhig hier. Da. Meine allerwerteste, ja? Hier gehen mal bitte, So, warte mal, wo war das Gekrapsche hier? Residuum. Bring das Residuum ins Präsidium. So, ich gucke erstmal hier drinnen nach, ob hier irgendwer rumlümmelt. Zum Glück haben. Die haben das wirklich. Uah! Jetzt geht's rund! Es geht überhaupt nichts rund. Jetzt, das ist im. Ich will das haben. Das, warte mal. Wie komme ich da ran? Indem ich irgendwie. Was? Tragbarer Ernter. Was macht man damit? Nee, ich will da ran. Okay, dann nicht. Ich meine, so viel wird es nicht sein. Gut, Gut. Hat die mir ordentlich was abgezogen? Naja, trotzdem können wir uns mal hier das Fitzpop reinzecken. Eigentlich können wir unten bleiben, oder? Was summt hier so? Und was ist das für ein Ding? Das ist ein Delivery. Keine Ahnung. Ich gehe mal einfach hier straight durch. So, da haben wir einen. Aber nicht, dass der einzige ist. Kann eigentlich nicht der einzige sein. Kann auch nicht der einzige sein. Ist vermutlich auch nicht der einzige. Gleich werden sie alle schreien. Ein Toter! War aber der einzige. Naja, war nicht ganz der einzige.
So, passt auf. Shit! Der Schuss ging irgendwie... der hat sich gelöst. Aber wir haben es nochmal... Wir haben es nochmal hingekriegt. Ich bin so sneaky. Ich habe so einen nervösen Triggerfinger. Aber wie einige schon erkannt haben und wie ich auch schon gesagt habe, ne, das Spiel ist im Prinzip ziemlich einfach, ziemlich simpel. Also die KI ist sehr, 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 sehr verzeihend, wenn es darum geht, Geräusche zu hören oder Alarm zu schlagen oder... Was ist das für eine Musik? Der spielt Gitarre! Komm, lass hören! Spiel uns ein Solo! Komm, Santana, hier! Komm! Yeah! Das rockt! Yeah! Komm, lass mal ein Duett machen! Yeah! Naja. genau, Party! da unten. Was ist mit Wilma? So, Party. Ist das der Einzige? Muss da noch einer sein. Kann man nicht erzählen, dass der Einzige ist. Guck mal, hier auch auf die Distanz, dass er einen nicht sehen, ne? Das hat er leider gesehen. Oh, das ist nicht gut. Ist auch alles gut. Ist alles gut. Wo ist der hin? Da irgendwo. Aber der lungert. Kannst mal stillhalten? Ich möchte dich knipsen. Ungefähr so. Wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr, sehr verzeihend. Und sehr einfach, was bestimmte Mechaniken betrifft, wie hier dieses Ausknipsen. Aber was nichts daran ändert, es macht trotzdem Spaß. Ne? Man soll sich ja, also das ist ja mal so ein Spagat, was ein Spiel machen muss. Den Spieler nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Und wenn dann ihm das Gefühl zu geben, er sei ein Gott. Ja, wir sind ja ein Gott, wir haben die Zeit unter Kontrolle, wir haben... Das ist alles schon okay. So, wo will ich hin? Also für mich, mir macht's Spaß, muss ich sagen. Ich habe mein Späßchen hier dran, auch wenn es nicht so super schwer ist. Poliert es irgendwas? Na, nimm das doch mal. Was ist das? BT6 Spiker, das ist irgendwie... Was ist das? Ist das... Nee, das ist irgendwie neu, ne? Aber ich habe leider das Problem, dass ich habe lauter tolle Waffen. Wollen wir den Spiker mal... Nein, ich... Fühl mich mit den Waffen eigentlich schon ganz gut. Was ich mir jetzt allerdings frage ist, ich drücke mal einen falschen Knopf. Wieder mal ein paar Mal zu viel das falsche Spiel gespielt. So, wie viel Residuum? 20.000. Wir müssen irgendwie dahin. Aber... Ich weiß ehrlich gesagt, das sieht doch ganz... nett aus. Allerdings frage ich mich hier runter. Ja, okay. Hier waren wir mal noch gar nicht. Zumindest ist da... Ach, da ist der Bunker schon. Guck mal, das war ja einfach. Komm ich hier rauf, ja. Wenn nicht, hätte ich mich geportet. So, das war ja total riesipiesi. Ohne Hektik, ohne Banane. Da ist einer. Wollen wir den bitte umbringen? Du. Ich. Ach, Frieden? Ich bin das. Hab noch nicht geschossen. Dieses Mal vielleicht. Wie bist du hier reingekommen? Die Tür war offen. Das habe ich wohl dir zu verdanken. Ich will nur das. Bin gar nicht da. Was zum... Ich würde doch nie was verstecken. Vor mir. Hier ist ein Band von ihr. Juliana? Nein, Mann, unser Mädchen, Lila. Als wir damals hier waren. Erinnerst du dich nicht? Nein. Nein. Fällt dir wieder ein? Oder nicht? Ich dachte, ich könnte zurück in die Zeit.
das Eon-Projekt mal für mich nutzen. Mir reicht's. Ich breche diesen Loop. Für alle. So sind wir nicht, Colt. Und Juliana weiß das ganz genau. Weißt du, wo sie ist? Ja, echt hilfreich. Hey, warte mal. Wir sehen uns. Warte! Scheiße. Okay. Ich weiß ja, wo sie ist. Sie hängt oft im Komplex auf dieser Antenne rum. Oder in diesem riesigen Teil da. Und da kommen wir nur mit dem Rackschiff hin. Oder mit der Rakete. Oder mit dem Flugzeug. Oder was auch immer das ist. Und um an dieses Flugzeug zu kommen, holen wir uns jetzt die drei Passwörter. Also genau genommen das dritte Passwort. Und außer Juliana müssen wir uns dann aber noch um die drei, um die vier, um die sieben, keine Ahnung, um die Visionäre kümmern. Weil zoomt hier und piepst hier. Wo ist das Passwort? Ich brauche das letzte Passwort. Weil das nochmal so ein Spiker. Wo ist das letzte Passwort? Irgendwo muss das letzte Passwort sein. Sag mir nicht, dass das letzte Passwort hier nicht ist. Wo ist das letzte Passwort? Da oben irgendwo. Wie komme ich da rauf? Hier ist der Eingang. Bin mittelmäßig verwirrt. Ich habe was übersehen. Ich habe etwas übersehen. Wie komme ich jetzt... Ich bin hier noch nicht fertig. Sonst würde er... Oder? Wo ist das letzte Passwort? Da! Schick mich nach Hause, wenn ihr so sicher findet mich. Was soll das denn heißen? Wahre Liebe wartet, aber nicht ewig. Wo ist das letzte Passwort? Ich bin hier noch nicht fertig. Er zeigt mir das ja noch an. Flasche. Muss doch hier noch irgendwas drücken können oder angrapschen können. Es klickert und klackert und kluckert. Ich kann hier nichts angrapschen. Hier? Nein. Hier ist kein Passwort. Ich bin mittelmäßig verwirrt. Ich kann die... Ja, aber woho? Sag mal... Das ist irgend so ein kleines Doodad und ich find's nicht. So, warte mal, das haben wir gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Die Tür zumachen. Nein? Ich habe keine Ahnung. Die Station ist auch total winzig. Und ich meine, da ist eigentlich kein Spielraum für irgendwas. Da ist alles zu. So. Ich bin zerfasert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die ist auch viel zu klein. Die ist viel zu klein, als dass hier noch irgendwas ist. Hier unten irgendwas? Nein, ich brauche das letzte Passwort. Army of the Motherland. Ja. Du kannst mir mal sowas von kreuzweise. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen.
fühle mich. Hier ist nix, da ist nix. Ich habe das gelesen. Ich guck nochmal in den Hinweis. Warte mal, wir haben einen Hinweis gefunden hier. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was tust du da? Ich nehm's auf. Für die Nachwelt. Wie du mich bei Lexikon besiegst? Und nicht zum ersten Mal. Dann zeig mal, was du hast. Und wieder gewonnen. Wow. Okay, bin schwer beeindruckt. Ich bin beeindruckend. Woher kennst du das Wort überhaupt? Wer ist der Wörterkönig? Ist das dein Rack-Passwort? Das soll doch geheim bleiben. Wer ist Wörterkönig? Du bist der Wörterkönig. Lauter. Fürs Protokoll. Ich verbeuge mich vor dir, oh Wörterkönig Colt. Jackstag. Ja, Leila hatte recht. Hab mein Passwort gespielt. Sehr gut. Ich hab alle drei. Und wer die Tür geht jetzt nicht auf? Okay, das war ein Akt. Ich bin hier draußen rum. Ich hab nochmal hier, also unglaublich. Also jedenfalls, wir haben das dritte Rack-Passwort. Was ein Akt. Und jetzt müssen wir, warte mal, was müssen wir jetzt machen? Jetzt kommen wir an das Rack ran. Jetzt ist die Frage. Das Rack war, glaube ich, in Obdam, genau. Rack ist mit dem Audioschloss gesetzt und brauche ich drei Passwörter. Können wir da noch hin? Ich glaube, wir haben Abend, ne? Eigentlich können wir da noch hin. Komm, wir gucken mal nach, was da passiert. Ich glaube, der Loop ist sowieso so gut wie gelaufen, aber wir können ja trotzdem nochmal, bevor er komplett abläuft, nachschauen gehen, was denn dieses Rack genau ist. Kann ich eigentlich hier durchrennen oder kommt irgendwo gleich einer an? Ne, ich glaube, ich kann hier wirklich durchfetzen. Vorsicht. Da oben bin ich runter, ne? Komm, wir gehen mal lieber den Weg, den wir auch gekommen sind. Na, komm schon. Upsala. Upsala. Hoppala. Upsala. Ich bin ein kleiner Spring ins Feld. Moment. Noch war richtig. War richtig, ist alles gut, ist alles gut. So, auf nach Obdam. Komm, kannst rennen. Ist alles nicht mehr so wild hier. So. Obdam. Ich glaube Obdam bei Nacht, ne? Ja. War ja eigentlich easy going. Bis auf, dass ich mich dusselig gesucht habe nach dem Passwort. Aber kann ja keiner ahnen, dass das auf dem Boden rumliegt. Tödlicher Zeitvertreib. Du bist in die Tunnel entkommen. Und ich habe kaum jemand umgebracht eigentlich. Naja, ein paar wenige. Ich vergesse immer, dass man da unten drauf drücken muss. Deathloop. Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn ich Juliana spielen kann. Das Rack öffnen. Die drei Passwörter für das Rack laufen vermaledeit, Trommel und Jackstag. Ja, kriegen wir hin. Jetzt haben wir noch irgendwelches Gedöns hier gekriegt. Du kannst noch mehr Kugeln in das Magazin. Das ist vielleicht die Feuerrate der Waffe. Und flink wie ein... Was? Petersilie hackt sich das... Flink wie... Achso, es ist schneller. Oh, das ist auch noch nicht schlecht. Können wir ja glatt mal gucken, ob wir... So, jetzt haben wir Nacht. Ob wir das mal mitnehmen hier. Was haben wir denn bis jetzt ausgerüstet? Also das mag ich eigentlich. Maximale Kraft und Kraft wird schneller wiederhergestellt. Doppelsprung brauche ich eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir nehmen mal statt Doppelsprung, nehmen wir mal das Schnellhacken. Wo ist denn das Schnellhacken? Da. So. Das können wir auch gleich mal anreichern, können wir es noch nicht. So, jetzt können wir super hacken. Also schnell und mit großer Reichweite. Und unsere Kraft stellt sich schnell wieder her. Das ist eigentlich eine feine Sache. Was haben wir hier? Hier könnten wir tatsächlich sagen, okay. Präzision ist natürlich cool. Größeren Schaden auf höhere Distanz auch cool. Stoßdämpfer reduziert. Den Rückstoß, da könnten wir jetzt natürlich reinpacken, hier das neue Ding, was wir gerade gekriegt haben. Entweder Schnelllader, was natürlich bei dem Snipergewehr gar nicht blöd ist, glaube ich. Oder
Feuerrate ist, glaube ich, komplett sinnlos. Du kannst noch mehr Kugeln in dein Magazin. Ich glaube, Schnelllader ist da sinnvoll. Ja. So, jetzt lass mal kurz gucken. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben das Ding hier, das Scharfschützengewehr mit erhöhter Reichweite. Das ist vielleicht... Achso, wir sind da. Moment. Präzision, also präziser, schneller nachladen, größere Reichweite, mehr Schaden. Also das Ding ist eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Die Brrt hier, wobei das ist ja, glaube ich, die Schrotflinte, ne? Ja, das ist die Schrotflinte. Schneller nachladen, Kugel durchschlagen, Gegner auch nicht schlecht, reduziert den Rückstoß auch nicht schlecht. Komm, kommen wir also vorbei, warte mal. Statt dem reduziert den Rückstoß, können wir da noch... Ich pimpe mal die Waffen, ja. Da nehmen wir mal wirklich hier größere Büchse. Kannst mehr Kugeln in deine Magazin quetschen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal blöd bei der Schrotflinte. Dann können wir damit richtig rumasen. Ja, das ist gut. So, und dann haben wir hier das letzte Ding. Da haben wir mehr größere Büchse. Mehr Kugeln im Magazin. Höhere Feuerrate, weil es ist ein MG-Kraftsauger. Ja, so lassen wir das mal. Und jetzt gehen wir mal zum Anreichern und sagen, naja, wir müssen natürlich das, was wir gerade gewaffensiegelt haben, auch noch anreichern. Anreicherungskosten. Wie viel haben wir? Persönliches Siegel. Haben wir da noch irgendwas? Nee. Nee, okay. Bei den Waffen haben wir da noch irgendwas? Ja, diese doofen Dinger. So, Waffensiegel. Wir sollten natürlich die wir haben, sollten wir auch anreichern. Hier, anreichern. So, anreichern. Und... Alle, die wir ausgerüstet haben, sollten wir anreichern. Haben wir alle ausgerüstet? Haben wir alle ausgerüstet. Was wir nicht angereichert haben, ist blitzstark. Ja, ich spare mir mal das Residuum noch für den letzten Einsatz. Danach können wir immer noch anreichern. Weil vielleicht kriegen wir noch eine Tafel. Das wäre natürlich noch coolio. Wobei, eins sollten wir noch anreichern, und zwar hier den Meisterhacker, den wir auf jeden Fall haben. So, Meisterhacker, und den Rest können wir mal so lassen hier. Der Rest ist trulala. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir noch 12. Und das reicht uns. So, jetzt gehen wir, lass mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, da können wir zumindest noch den Anfang zeigen. Jetzt gehen wir nach Obdam und öffnen den Rackbunker. Und schau mal, was wir da drin finden. Der war ja hier gleich relativ am Anfang, bei Nacht. Das heißt, das wird definitiv jetzt unsere letzte Mission. Gut, also Layla war unsere, die wir bis jetzt gar nicht kennengelernt haben. Die ist quasi erst seit der letzten Folge neu auf dem Plan. Layla war unsere Ische, wenn ich das mal so sagen darf, sexistisch inkorrekt. Und Juliana war nicht etwa unsere... Geliebte, sondern unsere Tochter. Wie lange weißt du, dass du meine Tochter bist? Warum ist das wichtig? Darum, die Frage macht mich einfach verrückt. Ah, weil du gedacht hast, wir würden... Ja, ich meine, nein. Das dachtest du schon vor dem Loop. Erinnerst du dich nicht mehr? Warum tust du das? Um dich zu schocken, dich leiden zu lassen. Das macht Spaß. Ich bin total verwirrt, muss ich sagen. Also mittelmäßig. Gut. Wir müssen hier raus. Kick! Vorsicht. Moment, hab's gleich. Wo ist mein Ziel? Huch! Oh, da ist ja noch einer. Okay, wir schellen mal um auf Bum Bum. Hat keiner mitgekriegt, ne? Nein! Ah, okay, die jetzt mitgekriegt. Oh, das ist nicht gut. Doch, doch, das ist alles gut. Wo ist die denn? Das nenne ich ganze Arbeit. Komm doch mal um die Ecke hier. Oh, Scheiße! Da! Wo denn? Hab den Verräter im Blick! So. Nix haben wir da. Alles gut. Alles pralle. So. Wo, warte mal, wo ist der Rackbunker?
63 Meter, das müsste hier direkt um die Ecke sein. Wir nähern uns natürlich wie ein Greifvogel von oben. Hier ist Alexis Dorsey, Visionär und Hauptfinanzier des Eon-Projekts. Kurz an die Gäste meiner Ultra-Exklusiven, das Schwelgen der Länderparty heute ansteigt. Ich würde mal sagen, die hat kein Rückgrat mehr. Wer irgendwas? Ich sehe nix, ergo wir bleiben mal oben. Zum Glück sieht er auch nicht sonderlich weit. Ja, ja. Kannst du mal bitte wieder... Da ist doch einer, oder? Da hat sich doch einer gerade gebückt. Gut, eigentlich brauchen wir die auch nicht. Ist gut, Frank. Zu dir kommen wir auch noch. So. Oh shit. Hat er gesehen. Hat er gesehen. Wo ist denn der Typ? Kannst du mal bitte um die Ecke kommen? Nein. So. Wo, irgendwas turnt da oben rum. Ihr hört es auch, ne? Soja nun nicht. Sojamilch. Ja, aber Soja nun nicht. Nein. So, das wäre erledigt. Warte mal, da hinten ist Juliana und, warte mal, wo zum Henker ist der Rackbunker? Direkt unter mir, cool. Warte mal, da ging hier irgendwo eine Treppe runter, ne? Hier, genau. Hallo, Residuum. So. Was werde ich da unten finden? Wie kann man denn da rein? Warte mal. So. Axt. Verdammte Axt. Das haben wir schon abgespielt. Okay. So. Und jetzt müssten wir hierfür die drei Passwörter haben, ne? Das haben wir auch schon gelesen. Und los. Vermaledeit. Trommel. Jake's Tag. So. Ich habe jetzt Zugang zu einem... zu einem Raketendildo. Mist, Dreck, funktionier endlich, du verdammtes Scheißteil! Hey! Ah! Oh! Wow, ganz ruhig, Mann! Das Scheißteil will nicht! Ach ja? Und jetzt? Fick dich! Du bist aus dem gleichen Grund hier. Wer da wäre? Jeden Pisser in diesem Scheiß-Drecksloch umzubringen! Genau. Ich will nur den Loop brechen. Dein Ernst? Jeder Wichser auf Blackery verdient einen Einlauf mit der Schrotflinte. Und dieses verdammte Raketoplan springt einfach nicht an. Naja, es funktioniert halt erst, wenn 7 der Visionäre tot Was? Sind. Woher weißt du das, verdammt? Hab ich irgendwo gelesen. Ah. Pass auf, jemand Schlaueres als ich hat mir neulich mal gesagt, du kennst den Code. Und was soll das bitte heißen? Dass du clever sein musst. Und eine Menge Knarren brauchst. Okay? Du bist echt ziemlich durch, Mann. Kann sein. Aber ich flieg dieses Ding. Glaub ich. Okay. Also, der Trick ist, erst alle 7 Visionäre umbringen und dann mit diesem Ding Juliana konfrontieren gehen oder umbringen gehen oder mit ihr reden. Keine Ahnung, ist ja meine Tochter. Eigentlich würde ich sie gerne ungern umbringen. Ich weiß nicht, ob ich darin fliegen will. Ach, die Sicherung. Muss erst den Loop ein bisschen aufmischen. Juliana! Naja gut, hier ist relativ harmlos. Hier kann sie sich... Ach da. Ja, ich muss jetzt erstmal Juliana töten. Aber der Vorteil ist, dann kriege ich vielleicht noch einen... Juliana! Kuckuck! Julie! Wo ist denn die olle Zippe? Julie!
sonst taucht die doch immer direkt neben mir auf. Julie? Muss vor. Wo denn? Ach da. Oh shit. Na komm einfach mal um die Ecke. So. Nein, da ist überhaupt keiner. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wie viel Munition haben wir in dem Ding noch? Genug. Ich will ja eigentlich nur Juliana umbringen. Freunde, wie wir Juliana umbringen, sehen wir beim nächsten Mal.